Hallo ihr Lieben, Schrank-TV Spezial, es geht nochmal um die Wahl. Ihr könnt euch erinnern, am Sonntag habe ich eine Sprachnachricht veröffentlicht. Da ging es darum, dass ein Bekannter von mir, der selber Jurist ist, in einem Wahllokal in Berlin-Pankow, also Pankow-Wilhelmsruh sogar war, und dort waren Schlösser an drei Wahlurnen dran, obwohl daneben Siegel waren. Die waren aber vom letzten Jahr noch, und da hat man ihm erklärt, kein Problem, ist alles okay, rechtens, der Wahlleiter ist der Einzige, der einen Schlüssel hat. Diese Sprachnachricht hat für Furore gesorgt, dass über 150.000 Leute die gehört haben. Oliver Janisch, den ich sehr schätze, Berufskollege, hat auch dieses Thema und andere Themen, die auch auf den Wahlbetrug hinlaufen, thematisiert. Ist natürlich klar, die Heilige Inquisition kam jetzt um die Ecke namens Korrektiv, die ja mittlerweile der Faktenchecker sind, also für die Schlafschäfchen, die sich nicht so auskennen, denken, Tatsache ist, wieso die Stiftung Warentest. Die entscheiden mit dem Gütesiegel drauf, das ist Fake News, das ist kein Fake News. Und da haben die natürlich einen Bericht gemacht.